Ja, dahin geht die heutige Reise. Ein intuitives Porträt in Acryl. Hallo und herzlich willkommen, wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist. Jetzt habe ich mich verplappert. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Jetzt wollte ich das ganz toll aufsagen. Naja, so ist es halt. Und das Ganze entsteht in Acryl. Das Bild. Ich empfehle dir, bevor du loslegst mit einem Porträt in Acryl, male einfach mal ein abstraktes Bild. Somit wird dein Porträt mit Sicherheit einfach etwas lockerer. Ja? Also ruhig, bevor du loslegst, ein abstraktes Bild in Acryl. Und gerne auch schon mal die Farben verwenden, die du dann gerne für das Porträt verwenden möchtest. Wäre eine Option, macht auch Sinn. Und ich habe mich dazu entschlossen, wirklich intuitiv ohne Vorskizzierung zu zeichnen. Dadurch wird das Bild einfach ein bisschen lockerer, fluffiger und nicht starr, rigide. Das muss aber auch nicht sein. Du kannst gerne, wenn du dich sicherer dabei fühlst, eine kleine oder eine lockere Skizze anfertigen. Und das Bild oder das Porträt muss auch nicht eins zu eins stimmen. Darum geht es überhaupt nicht. Und ich wollte ein Stück weit meine Empfindungen, meine Erfahrungen und Emotionen von oder aus Paris ja ein Stück weit verarbeiten. Da kommt auch noch einiges mehr. Also es ist jetzt erst der Anfang. Ich bin ja erst seit 3 Tagen wieder zurück. Und von den Farben, das sind jetzt eher untypische Farben von mir, oder normalerweise ist es tatsächlich ein bisschen bunter, aber mir war danach mir das Ganze dezent zu beginnen. Und im späteren Verlauf sieht man ja auch, dass es tatsächlich ein bisschen bunter wird. Ja, Paris war ja doch sehr ergreifend, sehr mit vielen Emotionen behaftet und mit viel Kunst, ja, ganz klar. Und es tut also wirklich gut, ich kann es nur empfehlen, es muss jetzt nicht Paris sein, aber geh ruhig regelmäßig in ein Museum, in eine Kunstausstellung. Es ist wirklich bereichernd. Und inspirierend natürlich. Es inspiriert. Und mir ist es auch immer wichtig, bei meinen Porträts, auch bei den intuitiven Porträts, dass wir auch so dunkle Farben, dass dunkle Farben mit dabei sind. So als Abgrenzung, als Tiefe, ja. Auch, dass das Bild ein Stück weit einen Halt bekommt, dass das Gesicht nicht einfach irgendwo rumschwebt, sondern in sich Halt findet. Und die Struktur dieses Bildes ist tatsächlich an einem Abend entstanden. Und die Ausarbeitung dann am nächsten Morgen. Also es ging relativ flott von der Hand. Ist nicht immer so. Und vom Material her, das sind gängige Acrylfarben, Öl-Pastellkreiden, Aquarell-Pastellkreiden, jetzt muss ich direkt überlegen. Ja, dann ganz zum Schluss kommt Acryl-Gold noch zum Einsatz,
gibt dem Ganzen so eine gewisse Eleganz. Und vom Studium her, von den Gesichtern, nehme ich gerne Schwarz-Weiß-Fotos, um so ungefähr eine Richtung zu bekommen. Muss aber auch nicht sein. Es kann sein, dass ich dann diese Fotos nur kurz angucke und dann beiseite lege. Also da habe ich tatsächlich nur kurz auf ein Foto geguckt. Und das Bild selber ist dann ohne Foto, ohne Vorlage entstanden. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und hier sieht man dann tatsächlich, was daraus geworden ist. Also es ist dann tatsächlich ein bisschen bunter geworden als es zu Anfangs erschien. Also mir hat dann doch Farbe gefehlt. Und das sind teilweise dann ganz zum Abschluss. Das ist ja das Schöne an dieser Technik, an dieser Methode. Hast du ja die Möglichkeit, ich nenne es dann Spielen, ja? Dann spiel doch ein bisschen rum, spiel mit Farben. Ja, lass es fließen, genieße den Flow. Das soll ja auch, so ein Bild soll spielen. Spaß bereiten. Ja, es ist unglaublich entspannend. Es macht Freude. Also ich war danach total happy und gelöst und ich habe ja viel aus der Schulter heraus gemalt, also richtig die ganzen Emotionen rausgelassen. Und du kannst auch eine weitere Empfehlung ist, bevor du zum Malen beginnst, ja, locker dich auf, ja, lass die Schultern kreisen, entspann dich. Wenn du magst, mach vorher noch eine schöne Meditation oder manche Bilder, da gab es nur Rock'n'Roll, ja, also auch das ist möglich. Hör auf deinen Bauch, auf dein Innerstes, auf dein Bauch. Und du kannst dir sicher sein, wenn du regelmäßig übst, der Bauch, achte auf deine Impulse, auf die inneren Impulse. Sie sind ein unglaublich verlässlicher Wegweiser. Ja, ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal. Und hier geht's gleich noch ganz kurz zum Workbook. Die Tschüss. Gefühle anderer Menschen beeinflussen dich. Vielleicht bist du hochsensibel. Hol dir noch heute mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung.